Irrlehren oder falsche Propheten oder falsche Wege, woher weiß ich, dass deine Worte die Wahrheit sind? Das ist immer eine Glaubenssache. Kannst du nie beweisen. Weil was wir erfassen hat, dieses Universalwissen, ist so, so grenzlos. Ne? Wir als Menschen ist viel zu klein und viel zu niedlich, um das alles zu erfassen. Ne? Und das ist letztlich das wirklich eine Glaubenssache. Aber in meiner Entwicklung habe ich genauso Frage wie du gestellt. Ne? Aber drei Sachen habe ich immer vor mein Auge gehalten. Eine ist die Motivation, warum diese Lehre so gemacht oder warum du, was suchst du eigentlich? Ne? Damals war ich in meiner Uni-Zeit in Peking. Ne? Das ist die ein Jahr in China sehr stark SARS, ne? Das ist diese Viruskrankheit. Komplett meine Uni, ne? Alles trägt Maske, ne? Und Eltern, das jeden Tag rufen die Kinder, sagst ja, das kommt wieder schnell zurück oder schicken sogar die Kräutermischung, ne? Und dass sie die abisolieren von den Virus, ne? wollen alle so, ah, bloß nicht haben, die krank müsste keine Krankheit davon, ne? haben. Aber für mich, ich trage weder Maske noch tut irgendwas, weil ich finde, ganz unser Leben ist sinnlos. Ich weiß nicht, warum wir leben. Ich habe damals total dieses sinnlose Gefühl, warum wir leben. Wenn das ist ein Tag, wann tot oder vorher schon tot, das vielleicht, das ist doch besser für mich, weil ich verstehe die Sinne nicht. Deswegen meine Motivation war nie, dass ich wolle lang leben zu sein oder dass ich nie, ich wolle einen Tag so darstellen kann, wer ich bin, andere Menschen zu belehren. Ne? Oder dass ich so, um dass ich so Krankheit zu vermeiden oder etwas, das in mein Leben, das ist so die Reichtum oder Wohlstand oder etwas andere Sache. Das ist gar nichts meine Motivation gewesen, warum ich in spirituellen Weg gegangen, sondern ich suche, warum wir leben, was ist die Sinne unser Leben. Kann sein, damals habe ich innere große Frage in mir schon drin, sofern, dass ich diese verbinden, die Schöpfung oder die Schöpfungsgott, diese Verbindung war damals schon hergestellt. Diejenigen, dass sie die Wahrheit suchen, wirst du auch das sie bekommen. Sofern, dass sie langsam geht, ich auch intuitiv, dass sie so unterbewusst auf diesem Weg. Ne? Weil ich bin nicht hier in diesem Leben nur fressen, saufen, ne? Und dann jeden Tag hektik als Sklave zu arbeiten. Das alles für mich wirklich sinnlos. Und die zweite, das ist, wenn ich etwas lerne, lernt ich nicht von normalen Leuten oder sogenannten Meister, ne, sogenannten Lehrer, was in dieser Gesellschaft vielleicht selber Talent haben, so gut wie Martin gemacht hat, ne, so groß gemacht hat. Solche Lehrer besuche ich überhaupt nicht, weil ich weiß genau, dass ich finde, ich überhaupt nicht den richtigen Weg, sondern verschwende nur meine Zeit. Um eine Ecke gelandet, ne? Das daran, dass ich für kompliziert, ne? Da kommt, das ist eine Sackgasse, überall ist Irrweg. Und ich lerne von ursprünglich Wissen, ich lerne von einer von dem allerersten. Ne? Bei mir, ich finde, ich habe total ein Glück gehabt, ne? Dass ich in diese Bintang-Tante lernen durfte, schon in 10 Jahren. Diese ursprünglichen Wissen in die Mingtang-Tempel, das war unfrankreich. Ne? Diese Wissen ist sehr, sehr alt. Ne? Das ist die älteste überhaupt. Ne? Dadurch, da habe ich die Quelle gefunden. Das ist mein Zuhause. Das ist die Zentrum. Diese Mingtang-Tempel, das ist die älteste Tempel in Menschheit. Ne? Und dann, da ist sehr große Energie,
die aktiviert, das ist auch zwischen Himmel und Erde. Nur derjenige wirklich so reif ist, dadurch konnte diese Energie eines Tages wiederherzustellen. Ich finde, ich habe wirklich großes Glück gehabt. Und wenn ich die Bücher gucke, ne, ich lerne direkt die Bücher von Thika Muni, ich lerne das Wissen von Lao Tzu, ne, alles erleuchtet Menschen. Ne. Da steckt die wirklich die Geheimnis und auch da steckt die wirklich ursprünglich Wissen auch. Ne. Und in China gibt es auch einige sehr weit erleuchtete Meister. Ne? Dann manchmal habe ich auch Kontakt mit solchen Meistern, da haben wir auch einander unterhalten. Ne? Solche Meister auch gesagt, war die junge Zeit, ne, von solchen Meister lernt ja überhaupt nicht von so richtig berühmt, ne, die Großeste und so weiter, sondern auf die Straße sieht derjenige so total kaputt, Kapuze und überall, das ist so schmutzig, ne? Und die Kleidung auch kaputt. Solche ganz no normale, neutrale Leute, so wie eine Nichts. Ne? Normale Leute vielleicht sieht, das, wie läuft die da so komisch. Und gerade für solche klug Leute lernen müsste und hinterher nach solchen Leuten geht. Weil einer erleuchtete Mensch ist nicht Angeber, weil er selber schon erkannt, nur jeniger erreicht nicht zu werden, das kannst du schaffen zur Erleuchtung. Insofern, das ist ganz andere Ansicht. Ne? Da zeigt man schon, solche Leute innere spüren, innere sehr gut Gespür haben, weil du kannst sowieso nicht beweisen, du kannst nur nach deiner eigenen Intelligenz, deinen eigenen spüren, ne? Und dann die wissen, dass sie zu suchen, ne? Und dann die dritte Sache ist, du musst die Frucht erkennen, wann die Frucht erkennen. Wenn ich euch sagst, komm zu mir, mein Seminar besuchen, lernt doch von mir Meditation oder sexuell die Offenheit, ne? Und verschiedene Bereiche, chinesisch, Kaisermedizin und so weiter. Und dann, was ich beigebracht, die Leute, die Methode zu aufstehen. Ich habe damals auch in meinem Seminar oder das Interview gesagt, dass die Selbstlosliebe nur eine bewusste Selbstlosliebe ist, dass sie die Weg, eigentlich, dass sie die entscheidet, ob du wirklich aufstehen kannst. Dass sie die Universal, dass sie Gesetz ist unter Selbstlosliebe. Wenn ich solche Worte euch gibst, gar nicht so, ja, lern von mir, ne, ich stande mit dir, die verbinde mit dir sowieso, ne, und euch muss von mir hören und so weiter. Dass sie diese Selbstbeherrlichung bei mir ist überhaupt nicht. Ne. Dass sie durch die Frucht, eigentlich kann man euch doch erkennen, wer es wirklich die Wissen haben. Ne? Insofern nur durch die drei Sachen, das kann man die Wahrheit erkennen. Das ist jeder Mensch, wie du selber entscheidet. Ne? Das ist dein eigenes Schicksal. Ob dass du selber in die Irrweg gehst oder du gehst wirklich konsequent auf den richtigen Weg. Eigentlich Menschen selber schon lange, das hat das entscheiden. Für diejenigen keine Ehrgeiz haben, ne? Oder dass sie so eine Blatt wie Wind, mal ja so Meinung, morgen ja war so Meinung, ne? Oder so ein bisschen viel zu dumm. Solche Menschen ist sowieso nicht für die höhere Wissen geeignet. Ja, das ist, was ich. Ich konnte mich überhaupt nicht beweisen, aber mindestens ich habe die drei Sachen erwählt. Ne? Auf jeden Fall mein Weg. Ne? Und kann sein, dass es euch helfen kann. Werde ich sehr gerne zur Verfügung. Woher weißt du, dass das Wissen, das du im Mingtang bekommen hast, was du dort lernen durftest, dass das das wahre Wissen ist?
weil ich danach sehr viel über geprüft, ne? Und von den sehr alten Büchern, egal, das ist von den Huangdi, allererster chinesisch Kaiser, Geldkaiser, oder von die Tiefenmonie, ne? Das ist die Buddhismus, die eigentlich, das sind die Anführer, und dann auch die von Laozi Taoismus Bücher. Ne? Viele habe ich auch die Antworten auch immer wieder bewiesen, ne? Was ich in Tampa, Mingtang Tampa gelernt habe, dass alles wahre Wissen ist. Sogar auch so wie Laozi, Tiefenmonie, Zhuangzi, Liezi oder solche erleuchtet Menschen, eigentlich von solchen Wesen, die viel mehr alter ist, allerersten solche Wesen, die Wissen profitiert selber von solchen, die Mingtang, ne, diese Uraltwissen verinnerlicht und dadurch solche Menschen ist erleuchtet. Ne. Diese Mingtang ist wirklich, dass sie die ursprünglich die Urquelle überhaupt, ne, viel mehr alter als Menschen assistiert. Ne. Das ist so dass sie die Wesen, was uns Menschen geschafft hat. Ne. Da steckt schon sehr, sehr viel umfangreich Wissen. Und wenn du mich jetzt fragst, das ist, wie kannst du beweisen? Das muss jeder für sich selbst Antworten suchen. Dann kannst du mich gerne prüfen, was ich gesagt hat, was ich getan hat, oder wenn du von mir lernst, was du danach geworden ist. Oder was deine Veränderung ist. Das alles, die beweisen, was du tatsächlich auch die Ergebnis bekommen kann. Aber wirklich, ob du wirklich tust, oder dass du nur wieder das ist, Philosophie an dem Wissen, das letztlich entscheiden diejenige selbst. Wenn du das ist, jetzt greif mich an, ne? Was ich gesagt habe, ich habe von Urart Wissen gelernt, ich habe von Laozi oder Zhuangzi, die Thikamuni und so weiter. Wenn du solche alte, so die erleuchteten Menschen auch nicht geglaubst, ne, dass du gleich, du greif mich an, gleichzeitig du greif auch, dass sie solche sehr, sehr heilige, erleuchtete Menschen, ne, wer bist du eigentlich? Kannst du das wirklich alles befassen? Das ist typisch Menschen, dass sie diese Arroganz, ne? Arroganz zeigen auch, dass sie eine Dummheit, ne? Und dann selbst ist gar kein Wissen. Nur solche Leute hat großen Mund, reden ganz viel, Philosophie ganz Zeit, ne? Und wenn du wirklich Wahrheit beweisen willst, dann folge mir. Ich werde dich auch zeigen. Das ist meine Antwort.